Fake-Outing, mein Vater reagiert. Das klingt doch an einer Sache, wo ich mich wieder drüber aufregen kann, Leute. Da würde ich sagen, gucken wir uns das doch erstmal an. Wir spielen später auf jeden Fall, glaube ich, noch Ark. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, Alter. Ja, ich würde sagen, Leute, ey, ich würde sagen, wir geben uns erstmal das neue Video von Miguel Pablo, damit ich mich erstmal richtig schön aufregen kann. Komm, was bringt's, Leute? Ich muss mich irgendwo drüber ab, was Miguel Pablo da wieder für eine gottverdammte Scheiße mit seinem Vater verzapft hat. Let's go. Das geht gar nicht. Perfekt. Da haben wir auch schon eigentlich die Quintessenz von allem, was Miguel hätte tun sollen, nämlich nicht das machen. An der Stelle dann schon mal, was ist Jause? Leute, ihr seid doch nicht lost, oder? Ich kann euch doch jetzt nicht erklären, was eine Jause ist, Alter. Ich kann euch jetzt nicht erklären, was eine Jause ist. Das geht nicht. Das machen wir später. Ich erkläre euch später mal ganz genau, was eine Jause ist und wie der Lifestyle, wie überhaupt eine Jause an sich zu funktionieren und wie man die Jause in sich selber am besten aufnimmt und wie man den Lifestyle einer Jause verkörpert. Jetzt gucke ich mir erstmal an, was Miguel Pablos Vater dazu sagt. Der sah im Gegensatz zu Miguel noch komplett normal aus. Heute gibt es ein Video, wie mein Vater auf mein Fake-Outing reagiert und was er dazu zu sagen hat. Also mein Vater ist für mich so die menschlichste Person, die ich... Er ist für ihn die menschlichste Person, alles klar. Miguel, dann ist die Frage, wie siehst du andere Menschen? Kenne, ich habe die beste Bindung zu ihm. Ich denke, viele interessiert es einfach, was so... Zehner, dass es gar nicht sein Vater ist, sondern einfach irgendein Schauspieler, den er von der Straße hat. Und morgen sagt er, mein Fake-Vater reagiert auf mein Fake-Outing. Und dann ist es aber so, dass es gar nicht sein Vater ist, sondern ein Fake-Fake-Vater, der eigentlich doch sein Vater ist, Leute. Miguel Pablo will uns alle nur verarschen, mehr nicht. Er oder meine Eltern. Katja darf ich nicht mehr ins Stream. Alle meine Videos sind gelb geschaltet worden, wo Katja drin ist. Das geht nicht. Ich kann keine Sexpuppe. Ich darf nicht meine Sexpuppe in meinen Videos haben, Alter. Wo kommen wir da hin, Leute? Deutschland geht den Berg ab. Ich sag's euch. Ich zieh nach Madeira. Beziehungsweise auch meine Freunde dazu zu sagen haben. Weil der aktuelle Stand ist jetzt, das Video hat 100.000 Dislikes. Ich wusste, dass es nicht gut ankommen wird. Aber mehr als entschuldigen konnte ich mich einfach nicht. Doch, du hättest es einfach nicht machen können, du Spast. Deswegen nochmal, es tut mir auf jeden Fall leid. Es kann dir aber nur leid tun eigentlich auch, dass du, wenn du eventuell Leute damit verletzt hast, dass dir das dann leid tut. Die Aktion als solche war ja nun eigentlich von dir auch geplant und gewollt. Denn du hast aufgezeigt, welche Mankos doch beim Outing oder... Oh nein, Alter, sein Vater, der Arme. Der Vater glaubt wirklich, dass Miguel das gemacht hat, weil er ein soziales Experiment gemacht hat. Der Vater versteht gar nicht, dass Miguel das gemacht hat, weil er einfach nur Geld haben wollte. Der Arme, Alter. Miguels Vater. Wo sind deine Face-Tats eigentlich, Junge? Was ist mit dir? In Bezug auf Homosexualität hier in Deutschland herrscht. Du meinst jetzt, ich habe den Leuten so gezeigt, dass das... Genau, Miguel. Du hast uns in Deutschland gezeigt, dass es Homophobie gibt. Du hast uns wirklich da weitergebracht. Und wir sind hier alle sehr dankbar, Alter. Ich glaube, Leute, es ist an der Zeit, dass wir einmal im Jahr, an dem Tag, wo das Fake-Outing kam, einen Feiertag einberufen. Ganz Deutschland wird dann frei haben. Und ich bin auch der Meinung, dass sämtliche Krippen statt Jesus jetzt mit einem kleinen Miguel Pablo bestückt werden sollten. Das wäre mehr als nur angebracht, Miguel. Ich würde sagen, Leute, Zehner, ich gehe morgen direkt in Tattoo-Salon und lass mir Miguel Pablo auf mein gottverdammtes Arschloch tätowieren, weil ich ihn so feier. Geil. Miguel ist einfach ein Heiliger, Leute. Miguel ist einfach ein Heiliger. Inshallah, gut, dass es dich gibt. Heute noch nicht so akzeptiert ist, sich zu outen. Ganz genau. Genau, und das wolltest du ja machen. Du wolltest damit kein Geld oder keine Klicks. Nee, du wolltest die Probleme aufzeigen in Deutschland. Alles klar, Miguel. Reden wir später drüber, oder? Du hast also doch im Prinzip aufgezeigt, ja. Man kann ja mal kurz eigentlich sagen, du hast das ja schon gesagt, ja. Dass also dann nach deinem Outing, ja, haben sie dich verfolgt, haben die Autoreifen kaputt gestochen, von innen den Mantel durchgestoßen, hat die Werkstatt gesagt, ja. Dann haben wir Telefonanrufe gekriegt, Telefonterror hier im Hause, ja. Das zeigt nicht ein Klima auf, ja, wo Deutschland für bereit ist, ja, zum Outing. Ich bin... Das ist ja jetzt auch wirklich, also das ist jetzt auch an der Stelle mal, Paddy, Dankeschön für den Gipfel-Zap. Das ist an der Stelle wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ich bin der Meinung, Leute, ich bin wirklich der Meinung, dass man jetzt nicht hingehen kann und sagen kann, ja, Miguel, du hast ja eigentlich alles richtig gemacht. Du hast ja gezeigt, dass es da tatsächlich Probleme gibt, ne? Und das war ja dein Plan, das war ja dein Ziel. Tut mir leid, Alter, sehe ich nicht. Und ich habe das Gefühl, dass Miguels Papa, ohne ihn jetzt hier blöd angreifen zu wollen, nicht ganz versteht, dass sein Sohn hier richtig Scheiße gebaut hat. Ich glaube, er sieht da... Klar, er ist voreingenommen, er ist der Papa von ihm. Und ich denke mal, er hat auch ein Grundverständnis dafür, wie es Miguel halt geht und mit seiner Psychose hin und her. Aber ich habe ihr gestern schon gesagt, Alter, das ist keine Ausrede dafür, Mann. Das ist keine Ausrede und das geht nicht klar. Im Lehrlingsheim groß geworden. Ich habe mit einem Homosexuellen auf dem Zimmer gelebt.
zu der Zeit mit 14 Jahren. Wir sind dann teilweise dann auch in diese Szene reingekommen und ich habe das kennengelernt. Für mich war das völlig normal. Und ja, ist es auch. Ist heute es auch. Noch normal. Ist es auch. Also, dass das so normal sein sollte, wenn man Mädchen mit nach Hause bringt, auch einen Jungen mit nach Hause kommt, das ja, ist so, ist so. Und sehr wahrscheinlich nirgendwo ganz frei sein. Würde ich nicht sagen. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wo man sich... ich glaube, in ländlichen Gebieten ist es auf jeden Fall immer noch sehr viel schwieriger. Ich glaube, es kommt doch einfach auf den kulturellen Hintergrund an. Wenn ich jetzt beispielsweise, das ist nun mal so, wenn ich jetzt beispielsweise in einer erzkonservativ-christlichen Familie aufgewachsen bin oder in einer, ich münze jetzt mal auf die religiöse Seite, oder in einer sehr, sehr konservativ-islamischen Familie aufgewachsen bin, dann ist Homosexualität etwas für mich, was nicht als normal anzusehen ist, weil ich es halt so gelernt habe. Das ist so. Aber ich würde nicht sagen, dass der Großteil, wie er das jetzt hier sagt, in Deutschland generell eine gewisse Grundhomophobie hat. Das würde ich nicht sagen. Ich hoffe mal. Also ich weiß, dass es Probleme gibt und ich weiß das sehr wohl, weil ich auch eine Menge Freunde habe, die mir davon erzählt haben, die nun mal homosexuell sind. Aber ich würde nicht sagen, grundsätzlich jeder Mensch in Deutschland homosexuell negativ gegenüber eingestellt ist. Das ist ja, also ich glaube, dass wir zum Glück ein Stück weit aufgeklärt sind, oder? Und hier in Deutschland hat das aufgezeigt, welches Manko wir überhaupt noch haben. Wenn du jemanden persönlich verletzt haben solltest dadurch, was ich mir... Habe ich. Ja? Habe ich. Viele fühlen sich dadurch angegriffen. Also ja, zu Recht, Alter, weil du nicht aufklären wolltest, sondern weil du den Scheiß dafür genutzt hast, um selber Welle zu schieben, Digga. Und das ist wrong. Das ist goddamn wrong. So, um das klarzustellen, ich habe meinem Vater gesagt, ich bin schwul. Ich wollte seine Reaktion wissen. Und mein Vater war mega, mega tolerant. Für mich war das völlig, ich habe gesagt, ja gut. Ja. Für mich war das völlig, also ich habe mir das schon gleich gedacht. Nicht mal, du hast gesagt, das ist dein Leben so, ist mir doch egal. Und mein Vater, ihr müsst wissen, ist selbstständig, ist ein Geschäftsmann, er arbeitet viel. Er ist nicht so in dieser YouTube-Welt drinne. Dann habe ich ihn... Ja, das merkt man, er versteht nämlich nicht, was du hier angerichtet hast, mein Freund. Irgendwann auch natürlich aufgeklärt. Ich hätte es direkt auflösen sollen, direkt. Ich finde, das ist eigentlich dadurch, dass es ein bisschen länger gedauert hat, ja, bis zur Aufklärung, hat es natürlich auch Wellen hervorgerufen, ja, der Spekulation, der Entrüstung. Natürlich haben andere YouTuber auch da, die ganze Szene hat daran verdient, ne? Das ist halt auch falsch. Ich glaube, er sieht das halt aus einem sehr, sehr voreingenommenen, Blickwinkel. Weil es ist ja nicht so, als würden wir jetzt hier nur sitzen und darüber reden, weil es uns bare Münze einbringt. Erstmal ist es fucking Januar, so don't care about the money, so da kommt eh nicht viel rum. Sondern primär geht es darum, dass man offen darüber redet, dass der Boy scheiße geworden ist. Dass der Boy ein Thema verwendet hat, um daraus seinen eigenen Profit zu ziehen. Und zwar ein sehr, sehr heikles Thema, welches nicht für solche Geschichten ausgenutzt werden darf. Und immer zu sagen, ja, aber, ihr macht ja damit euer Geld und ja, aber, dies, das und ja, aber, soziales Experiment. Man kann sich natürlich immer selber in die Opferrolle als ich wollte nur aufklären, ich wollte nur helfen, ich wollte nur gucken, ich wollte nur ausprobieren setzen. Das funktioniert aber an der Stelle hier nicht. Das funktioniert nicht. Also, tut mir leid, fühle ich nicht. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass wir hier die Bösen sind, weil wir das offen thematisieren. Bullshit so. Ich muss mir nicht mal dein Video dazu angucken. Ich könnte jetzt auch eine Dreiviertelstunde darüber reden, wie scheiße deine Aktion war und das nicht mal hochladen. Mir geht es primär darum, dass ich damit jetzt nicht irgendwie Content generiere, sondern einfach, dass die Leute lernen, dass Homosexualität etwas vollkommen Normales ist und dass eine Aktion wie diese hier einfach keinen Platz hat, dass sowas einfach nicht geht. Das ist bei dir ja nicht so wahnsinnig war mit dem Verdienst. Ich habe ja die Übersicht über dein Konto. Ich lese jetzt ein paar Kommentare mit meinem Vater durch, einfach um seine Meinung dazu zu hören und ich denke, ihr wollt auch meine Meinung dazu wissen. Der erste Kommentar ist von Montana Black und zwar einfach YouTube-Kanal löschen, Beste für dich und die anderen. Moment, es ist Spontana Black, nicht Montana Black, das sind zwei Persönlichkeiten. Es gibt einmal Montana Black, der ist die ganze Zeit zu Hause und Spontana Black, der fährt mit der Vespa nach draußen. Das sind zwei verschiedene Persönlichkeiten, bitte differenzier da auch, ganz klar. Fast 10.000 Likes, mehr Likes als mein Video selbst. Ja. Du hast auch eine Reaktion darauf gerufen, die du selber, die keiner für möglich gehalten hat. Leider Gottes ist die Reaktion über das Outing erstmal Entrüstung bzw. Unglaubwürdigkeit, dass wir gesagt haben, ah, ist das real, ist das nicht real und eine Menge Zuspruch. Ich habe das gesehen. Ich habe so gesehen, dass das so passieren wird. Dass es natürlich immer wieder Leute gibt, die sagen, eBay, Homosexualität ist nicht in Ordnung. Und dass es auf der anderen Seite halt gibt, die sagen, yo, Support, ich finde stark, dass du es machst. Und dass es halt ein paar Skeptiker gab, die gesagt haben, ist das jetzt real oder nicht? Und die haben leider Gottes dann doch recht behalten. Also ich habe die Reaktion über das Outing an sich, über das Outing-Video, über das erste Video,
Hätte ich so tatsächlich prophezeit, hätte ich so verstehen können, doch. So viel Gewalt, Gewaltandrohung, Dislikes, das so viel Trug. Ja, aber das ist das Ding. Also ich habe eben gesagt, nicht generell ist jeder in Deutschland grundhomophob. Aber es gibt tatsächlich leider Gottes eine große Gruppe, die halt diese Homophobie in sich trägt und gerade sich im Internet halt bestärkt fühlen und in der Anonymität verschwinden und dann halt jemanden dafür fertig machen, angreifen wollen und so weiter und so fort. Ihr müsst euch mal bitte vorstellen, es gibt super viele Leute, Marvin McNificent zum Beispiel, hat sehr viele Videos darüber gemacht, was in seinen Instagram-DMs teilweise steht. Holy shit, ist das blanker Hass, was abgeht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist crazy, das ist krass so. Und das gibt es leider Gottes gerade im Internet. Deshalb, ich hätte schon leider Gottes habe ich damit gerechnet, dass sehr viele Leute sich gegen ihn aussprechen, als er sich zuerst geoutet hat. Das war leider absehbar. Gibt's halt leider viele Leute, ne? Google da aufgekommen ist, das hat keiner gedacht. Du hast eigentlich darauf gehofft, dass doch der Mehrzahl der Kommentare positiv gewesen wären. Ja, habe ich echt gedacht, dass die Leute das akzeptieren. Ja. Und das Outing-Video, muss man sagen, hat auch fast 100.000 Dislikes. Es ist negativ. Ja, aber ich glaube auch jetzt im Nachgang primär, also nicht jetzt von vornherein, dass dieses Outing-Video 100.000 Dislikes hatte, sondern eher primär im Nachgang, weil du halt einfach Leute angelogen hast, ne? Ich meine, die Leute, was war denn deren Grund zu disliken beim Outing-Video? Naja, auf der einen Seite, weil es wahrscheinlich ein paar Leute gab, die gesagt haben, Homosexualität ist für mich nichts Natürliches und ich bin damit nicht d'accord. Und wahrscheinlich ein Großteil der Dislikes wird erst danach gekommen sein, als du gesagt hast, ist was Fake. Und dann sind sie auch leider Gottes berechtigt. Mochten das nicht, dass ich schwul bin. Ja, ich habe Nachrichten von Fans bekommen, die meinten, ich schaue dich schon so lange, jetzt kann ich dich nicht mehr schauen. Das zeigt das Klima natürlich. Das zeigt natürlich, dass es nicht normal ist, sich in Deutschland zu outen. Und überhaupt, dass es diesen Prozess geben muss, dass sich jemand outen muss. Ne? Das ist eigentlich, das sollte was ganz Normales sein. Naja, also ein Outing an sich ist ja auch jetzt nichts unbedingt, was man unbedingt tun muss. Man muss sich ja nicht öffentlich zu seiner Sexualität bekennen. So theoretisch könnte jeder einfach seine Sexualität für sich behalten und einfach offen leben, wenn man das will. So, wenn ich jetzt homosexuell wäre, dann würde ich mich dafür nicht outen, sondern das einfach für mich leben. Also ganz einfach. Ich würde jetzt kein großes Ding draus machen und sagen, übrigens Leute, Special Fly hier, ich bin homosexuell. So, also finde ich jetzt nicht, dass das sein muss. Das kann man im Freundeskreis machen, das den Leuten einfach sagen. Da braucht es auch keine große Party zu, sondern kann man halt einfach für sich behalten, oder? Der wollte nur eine schnelle Mark machen. Ja, das ist es halt. Also jetzt dieses sich als Opfer darstellen, ist halt einfach nur eklig. Ja, das einer, warum muss sich da jemand outen? Ich meine, es gibt Leute, die fühlen sich sicherlich angegriffen dadurch. Ich habe irgendwie von dir mitgekriegt, ja, dass Unge reagiert hat, ja, und er das wohl auch für echt genommen hat oder so. Ne? Ja, ich und auch. Reagiert man eventuell enttäuscht darauf, aber... Der versteht das nicht, der Vater. Der versteht nicht, was das für ein Vertrauensbruch ist. Der versteht das, glaube ich, nicht. Das Ding ist, wir alle haben gesagt, das ist so ein heikles Thema, damit wird man nicht baiten, damit wird man nicht hingehen und Scheiße bauen. Ich habe das niemals für möglich gehalten, dass ein Mensch so immoralisch ist. Das hätte ich nicht gedacht. Weil alle gedacht haben, ein Grundrespekt gegenüber dieser sehr, sehr, leider, Gott ist immer noch vorbehafteten und schwierigen Thematik, gerade für die Betroffenen, ist vorhanden. Und den hat er nicht. Den hat er mit Füßen getreten. Er hat das einfach nur schamlos für seinen eigenen Gain genutzt. Und das ist das Traurige. Daran. Das sollte keiner als persönlichen Angriff sehen, ne? Dann ist er nicht integer. Also an der Stelle will ich auch nochmal klarstellen, ich wollte niemals Schwule damit verletzen. Ja, selbst aber hast du? Gar nichts gegen Schwule. Es tut mir mega leid für jeden, der sich angegriffen fühlt, der homosexuell ist, bisexuell oder sonst was. Ja, ich meine, du bist ja auch hier gewohnt zu Hause. Hier sind Leute aller Nationalitäten und Hautfarben ein- und ausgegangen. Ich habe in aller Welt gearbeitet. Das ist mir unvorstellbar, dass du irgendwie da Vorurteile hättest. Der nächste Kommentar, deine Eltern sind bestimmt wahnsinnig stolz auf dich. Ja, natürlich. wer nicht, ne? Du hast natürlich provoziert dadurch. Das ist halt echt schade, dass der Vater das nicht so verurteilt. Also ich glaube, er versteht das nicht. Dass er jetzt seinen Vater da noch so genau mit reinzieht und so instrumentalisiert, um hier weiter die Opferrolle und die Opferkarte zu spielen, finde ich sehr bedenklich, Mann. Ist einfach nur ein weiterer Way, um sich da irgendwie rauszutalken, um zu sagen, ah, ich wollte doch nur und sowas. Ich schwöre, das ist nicht sein Vater, sagen so viele, Alter. Der Vater versteht auch gar nicht, weil da will ich jetzt auch gar nicht irgendwie jetzt hier Gender oder Age Shame oder sowas. Ich glaube, da ist halt einfach ein Defizit, wenn man das halt nicht so erfährt und selber sich in den Kreisen bewegt und selber halt nicht so viel Kontakt vielleicht dahin hat, dann sieht man das ein bisschen von außen betrachtet und denkt sich, ja, mein Sohn wollte ja was Gutes, aber das ist halt nicht, Alter. Also das ist, das wirkt mir alles ein bisschen zu unecht, das wirkt mir alles ein bisschen zu,
zugestellt irgendwie. Das ist für mich nichts, wo ich sagen kann, das kaufe ich jetzt ab. Keine Ahnung. Das ist eine Provokation und alle haben mitgezogen, alle haben daran verdient. Tja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der schwul ist, durch die Art und Weise, in der du das aufgezogen hast, verletzt fühlt das. Natürlich ist er verletzt, weil diese Person lange... Und gerade die Menschen, die früher homosexuell gewesen sind und die mussten lange für Rechte kämpfen, wir mussten lange in Deutschland für eine Homo-Ehe kämpfen, wir mussten lange in Deutschland für die Gleichberechtigung von Schwulen kämpfen. Es ist immer noch so, dass Homosexuelle nachweisbar, wenn sie eine Wohnung suchen und so weiter und so fort, schlechtere Chancen haben als ein unterschiedlich geschlechtliches Paar. Also ein gleichgeschlechtliches Paar ist immer irgendwo ein Stück weit benachteiligt. Es gibt immer noch unglaubliches Mobbing auf Arbeit und so, auf der Arbeit und sowas. Und natürlich ist jemand verletzt, wenn ich jetzt homosexuell wäre, natürlich wäre ich verletzt, weil meine Sexualität schamlos ausgebeutet worden ist, damit wer anders daraus blanken Profit zieht. Und das ist nicht richtig. Das ist ungefähr so, okay, das ist jetzt vielleicht ein krasser Vergleich, das mag jetzt ein sehr, sehr krasser Vergleich sein, aber angenommen, ich bin jetzt an einem unglaublich seltenen Gendefekt erkrankt, ja, und bin einer von 12 Betroffenen auf der ganzen Welt und dann kommt jemand daher und sagt, hallo, ich bin übrigens Nummer 13, macht dann da eine Riesenwelle und sammelt Geld und sowas und sagt am Ende, war nur ein Joke, ich bin gar nicht, also ich will jetzt, um Gottes Willen, Homosexualität niemals mit einer Krankheit gleichsetzen, das nicht, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ich als Betroffener sehe das ganz, ganz anders als der Außenstehende, der damit nur seinen Profit macht. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist einfach nicht in Ordnung. Ich kann nicht hingehen und das Problem oder Schwierigkeiten oder Dinge, die andere Leute leben, zu meinem Profit einfach ausschlachten. Das geht nicht. Das geht nicht. Und das hat er einfach blank gemacht. Das ist nicht in Ordnung. Doch nur fühlen über die Reaktion der Leute, die solche Gewalt androhen, die sowas machen von außerhalb, wie jetzt zum Beispiel. Ja, das ist verletzend. Ich meine, man muss nur mal klarstellen, ja, also dass die Psychose ist keine einfache Krankheit. Und das. Ey, das ist nicht in Ordnung, Mann. Das fuckt mich ab. Du kannst ja nicht sagen, yo, er wollte nur helfen und oh, du hast ja deine Psychose. Ich habe das gestern schon gesagt. Das ist sicherlich, spielt das mit in die ganze Geschichte ein, dass da ein Stück weit Selbstreflexion bei Miguel nicht so funktioniert hat, wie es bei jemandem, der psychisch kerngesund ist, funktionieren würde. So, das mag sicherlich damit einspielen. Und sicherlich auch der Druck, wieder nach oben zu kommen. Aber das ist für mich keine Ausrede, zu sagen, ich stelle mich jetzt als Opfer dar, weil ich wollte ja A, nur aufklären und oh mein Gott, ich hätte niemals gedacht, dass es in Deutschland Homophobie gibt und oh mein Gott, ich bin ja auch außerdem psychisch erkrankt. Das ist für mich kein Gesamtpaket, wo ich mich jetzt in die Opferrolle stellen darf. Das ist es nicht, weil du bist derjenige, der Leute ausgenutzt hat, hart immer noch im Alltag für ihre Rechte zu kämpfen haben, nur damit du damit selber wieder irgendwie nach oben kommst. Das ist nicht in Ordnung. Punkt. Und da kannst du noch so oft, wie du willst, die Opferkarte spielen. Das ist genau die falsche Strategie. Das ist damals genau das Gleiche, als Logan Paul eine fucking Leiche im Wald gefilmt hat und gesagt hat, oh sorry, das ist doch in Ordnung. Und dann gesagt hat, ja, das letzte Jahr war so anstrengend für mich und ja, ich sehe ein, dass ich Fehler gemacht habe, aber ihr müsst doch meine Sicht der Dinge verstehen. Nein, deine Sicht der Dinge muss sein, fuck, ich bin ein Wichser, ich habe einen Fehler gemacht. Und nichts anderes. Nichts anderes, Alter. Dass Miguel mit unserer Unterstützung jetzt so weit herausgefunden hat, ja, dass er im Augenblick gefesselt ist und normal ist, ja, das ist schon wie ein kleines Wunder. Dass Leute dann wünschen, dass er wieder zurückgeht, geh zurück, du Bastard, in die Psychiatrie oder solche Sachen, das geht gar nicht. Nein, das geht nicht. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, mein armer Sohn, der kriegt diesen ganzen Hate, der ist doch krank, dies, das, er wollte ja nur helfen. Funktioniert nicht. Er hat Scheiße gebaut, muss er sich mit auseinandersetzen. Punkt. Ist so. Keine Diskussion. Das geht gar nicht. Also wenn ich so einen Typen kriege, da kriege ich Aggression. Selbst ich bin da sehr nicht ganz emotionslos. Ne? Ich meine, ich verstehe den Vater. So, es ist sein Sohn. Und sein Sohn ist wahrscheinlich sein Ein und Alles. Und man sieht sein eigenes Kind. Das ist genauso, wie wenn Akani einen anderen Hund beißt. Leute, sagen ja immer, Miguel ist ein Hund. Wenn Akani einen anderen Hund beißt und ich dann sage, mein Hund macht sowas nicht, der will nur spielen. Ja, aber mein Hund hat Scheiße gebaut und dann muss ich meinem Hund auch sagen, dass er Scheiße gebaut hat. Und jetzt hier meinem Sohn gut zuzureden, zu sagen, hör mal, du hast doch alles richtig gemacht und außerdem bist du ja die arme Sau, der es nicht gut geht, psychisch, zieht hier nicht. Funktioniert nicht, Alter, funktioniert nicht. Und dieses, wie lange wollt ihr dieses Thema noch ausschlachten? Riesengliedwürger, Top Name auf jeden Fall an der Stelle. Ich finde, das ist kein Ausschlachten. Von mir aus muss dieses Video nirgendwo auf keinem Kanal auftauchen. Es geht mir weder darum, dass ich damit irgendwie Geld verdiene, scheiß auf Monetarisierung, scheiß auf alles. Es geht mir darum, dass es hier
dass wir gerade hier einen gesellschaftlichen Diskurs über eine Thematik haben, die leider Gottes immer noch vorbehaftet ist, die immer noch stigmatisiert ist. Das ist ein Thema, über das man reden muss. So. Und dass hier dieses Thema schamlos ausgenutzt worden ist von ihm, das ist nicht in Ordnung. Und darum geht es mir. Es geht mir nicht darum, dass ich hier irgendwie, ey Digga, ich sag dir ehrlich, Riesengliedbürger, wenn ich dieses Video hochlade, das ist für mich ein Rotz an Geld. Ich muss es nicht mal monetarisieren. Scheiß auf die Monetarisierung. Es geht mir darum, dass hier aufgezeigt wird, dass ich teilnehmen darf an dieser Diskussion, das ist mein gutes Recht. Und er versteht, dass er einen Fehler gemacht hat. Nichts anderes, Alter. Du weißt ja selbst, wie das war damals in der Psychiatrie. Ja, ja, klar. Du weißt, wir sind jeden Tag eine Stunde spazieren gegangen und ich habe dir gesagt, ich komme da nicht mehr raus. Und dass es da Leute gibt, die sagen, die wünschen mir das wieder so. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, ey, man muss ja dann sagen, dass diese Leute natürlich dann auch noch gefüttert werden von solchen YouTubern, die dieses Klima aufheizen. Du mal. Nein, wir heizen nicht das Klima auf. Wir wollen Miguel persönlich per se nichts Schlechtes. Wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass irgendwie Miguel dafür angegriffen wird. Was ich möchte, ist, dass eine ehrliche und anständige Entschuldigung kommt, wo nicht gesagt wird, ja, aber dies, aber das und ich wollte doch nur und sondern dass einfach ehrlich eingesehen wird, ohne großes, ich drücke auf die Tränendrüse, ich setze mich in die Opferrolle, dass einfach verstanden wird, ich habe hier Scheiße gebaut, ich hätte das nicht tun sollen und dass damit die Sache abgeschlossen ist. Aber genau das ist ja das Problem. Es kommen jetzt 200 Entschuldigungsvideos, die das Ganze nicht besser machen. Das funktioniert nicht. Du magst ja als Person sein, wie du willst. Ja, du bist ja eigentlich so ein ganz netter Kerl. Du hast ein YouTube-Gesicht und einen YouTube-Kanal. Natürlich hast du irgendwo da provoziert damit, dass du dieses Outing gemacht hast. Ja. Dass die Leute aber das Klima dann noch aufheizen. Klar, die wollen noch mehr. Ne? Dann immer noch aufheizen und dagegen reden. Ja, klar, das ist natürlich dann Stimmungsmacher. Ne? Genau, weil wir sind nämlich die Bösen. Wir sind nämlich die Bösen, weil wir jemanden dafür kritisieren, dass er Scheiße gebaut hat. Nicht derjenige, der Scheiße gebaut hat, ist der Böse, sondern wir sind die Bösen. Wir sind die Bösen, weil wir gesagt haben, das ist nicht in Ordnung. Das ist eine heikle Thematik, die du so nicht anfassen darfst. Da geht man anders mit um. Wir sind die Bösen, nicht Miguel. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist 1:1 das gleiche, Leute. Das ist leider Gottes traurig. Es gibt, glaube ich, es gibt sogar, wartet mal ganz kurz, YouTubers... Was heißt nochmal Entschuldigung auf Englisch? Apologies. So, es gibt hier Rating YouTuber Apology Videos. Genau das. Es tut mir so leid, ich habe Scheiße gebaut. Träne hier, Träne da. Oh mein Gott, ich wollte das gar nicht. Ich wollte doch eigentlich nur. Aber leider Gottes ist die Aufarbeitung dieser Thematiken nie vollständig da. Logan Paul hat geheult, weil er diesen Mann gefilmt hat. Dann ist er sogar hingegangen und hat PR-mäßig einen super smarten Move gemacht, hat sich einen Betroffenen gesucht und hat gesagt, ja, ich spende jetzt hier 1 Million Euro. Aber was mir bei dieser ganzen Sache fehlt, ist die persönliche Reflexion von Miguel, dass er wirklich versteht, dass er Scheiße gebaut hat. Das fehlt einfach. Das fehlt, Mann. Das fehlt mir. Und das finde ich scheiße. Das finde ich scheiße, dass er selber nicht sagt, reflektiert gesehen, ich habe hier Müll gemacht. Ich habe Blödsinn gebaut. Pöbel wird da mitgenommen. Du hast keinen Fehler gemacht, du bist der Fehler. Klar, das sind alles andere als... Hey, Akani! Das sind alles andere als sachliche Kommentare und das funktioniert so nicht, Leute. Das funktioniert so nicht. Das sind keine sachlichen Kommentare zu sagen, Miguel, du bist der Fehler, nicht der Fehler, den du gemacht hast. Alles Blödsinn. Ein Mensch darf sich Fehltritte erlauben, aber ein Mensch muss sich dann auch mit diesen Fehltritten konfrontieren und diese ehrlich und anständig aufarbeiten. Ja? Und das tut er hier leider nicht. Akani ist auch schon... der Vater ist OG Caillou. Ihr scheiß Affen. Ja. Ja, ja. Barry, danke für deine Sexualität. Windows-User, danke für den Sub. Mich nicht wirklich im geringsten. Man muss keine solchen Experimente durchführen, um zu merken, dass es innerhalb der Bevölkerung intolerante Arschlöcher gibt. Und bitte schon gleich gar nicht der Klicks wegen. Irgendwie enttäuschend, aber was soll's. Mach's halt dann in Zukunft besser. Das finde ich also eigentlich doch einen sehr guten Kommentar. Ne? Ja, und damit widerspricht der Vater sich gerade komplett selber, dass dieses komplette Video hätte nicht sein müssen. Starke Argumentationsstruktur, Bro. Wirklich, ehrlich, also. Tut mir leid. Das ist so der erste gute Kommentar, den ich gerade sehe. Sorry, warum regt ihr euch alle so auf? Macht ihr nie Fehler oder was? Wir lügen täglich. Lästern und manche andere Dinge, die absolut nicht okay sind. Jeder macht Fehler, ich mache Fehler. Zwar nicht korrekt von ihm, aber ihn so fertig zu machen, ist genauso nicht richtig, wie das zu machen, was er getan hat. Zu viel Drama um nichts. Nein, zu viel Drama um nichts würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, das Targetieren und Angreifen von Miguel muss nicht sein. Aber das Kritisieren seiner Tat und das Kritisieren, wie er es gerade aufarbeitet, finde ich, ist vollkommen gerechtfertigt. Ist vollkommen gerechtfertigt und das darf man auch offen sagen. Man darf auf einem respektablen und auf einer respektvollen Ebene, darf ich doch jemanden öffentlich kritisieren. Das ist doch in Ordnung.
Das ist ja, ich greife ihn ja nicht persönlich an und ich will ihm ja auch nichts Schlechtes, sondern ich möchte nur, dass er versteht, dass er Scheiße gebaut und das vernünftig aufarbeitet. Das erinnert mich nun wirklich an Kreuzigdien. Alter, dann seid doch froh, dass er es immerhin aufgedeckt hat. Ich glaube, er hat jetzt auch viel Erfahrung gesammelt, okay? Ich bin überrascht, dass ich gerade auf gute Kommentare stoße. Leroy will's wissen, das enttäuscht mich gerade dermaßen für jeden Homosexuellen, der, hey, Akani, der um Respekt in dieser Welt kämpfen muss, bist du ein Schlag ins Gesicht. Ja, an sich genau von Leroy sehr gut zusammengefasst, ein Kommentar, wie man es hätte nicht besser sagen können. Jeder Homosexuelle wird sich dadurch angegriffen fühlen, weil sie wissen, wie sie im Alltag teilweise immer noch anders behandelt werden als anderssexuelle Menschen, wie sie im Alltag ständig für ihre Rechte... Akani! Weil er noch anders, weil er immer noch, weil diese Leute halt dafür zu kämpfen haben. Und nochmal, das als soziales Experiment oder sowas hier zu tarnen, das sehe ich nicht, das funktioniert nicht. Du hast der Schwule nicht beleidigt. Du hast so ein Video mit dem gemacht, ja, und das hat er doch auch erst dann rausgebracht, als du dein Coming-out gemacht hast. Ne? Ja, das fand ich nicht schön von dir, Leroy. Also erstmal, wenn du so einen Kommentar machst, du kannst mir privat schreiben, du hast meine Nummer. Bro, warum soll er dir das nicht öffentlich sagen können? Wieso, warum darf ich nicht öffentlich meine Kritik äußern? Warum darf ich das nicht? Wieso darf ich nicht öffentlich hingehen und meine Kritik wirklich äußern, öffentlich? Warum ist das nicht in Ordnung, Miguel? Warum darf ich das nicht? Also tut mir leid, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Wieso soll ich dir denn alles privat sagen? Wieso kann ich nicht öffentlich sagen, dass was du getan hast, ist scheiße? Ohne hier Meinungsmacher zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Anstatt mich öffentlich irgendwie fertig zu machen, kannst du mir auch schreiben, dass... Er hat dich sachlich kritisiert. Er hat dich nicht öffentlich fertig gemacht, Bro. Er hat dich nicht öffentlich fertig gemacht. Dass du das nicht cool findest. Zweiter Punkt. Leroy und ich haben dieses Video zwei Monate vor dem Outing gedreht. Ich hatte da nicht mal Braids, wie ihr seht. Ja, what about Tism? Was ist denn eigentlich mit Leroy? Er hat das jetzt zur gleichen Zeit hochgeladen wie ich, als ich gerade meinen Hype hatte. Ich bin doch gar nicht der Böse. Guck mal die anderen, die sind doch viel schlimmer, weil die haben ja darüber das und das gemacht und haben dazu das und das gesagt. Fucking Bullshit, Alter. Fucking Bullshit. Ich schwöre, PR-mäßig ist das hier ein ganz smarter Move, den er versucht. Er versucht sich halt rauszuwinden, aber man merkt halt einfach, und das ist das Schlimme an der ganzen Sache, und das regt mich so auf, er hat immer noch nicht wirklich selber verstanden, dass er hier Scheiße gebaut hat. Er hat nicht verstanden, dass er hier Blödsinn gemacht hat. Er hat nicht verstanden, dass er einen Fehler gemacht hat. Und er möchte das auch nicht verstehen. Er möchte sich damit nicht auseinandersetzen, sondern er will irgendwie nur seinen Kopf aus der Schlinge ziehen und sagen, ja, ich muss jetzt leider sagen, ich habe Scheiße gebaut. Aber guckt mal die anderen. Guckt mal die. Läuft nicht, Digga. Läuft nicht. Leroy's Interview. Und er meinte, er postet das in 2 Wochen, hat es dann erst 2 Monate später gepostet, genau nach meinem Outing. Also hat er einfach nur gewartet, bis ich wieder im Hype bin oder relevant bin. Ja, aber warum bist du im Hype? Warum bist du relevant? Weil du Scheiße gebaut hast. Klar kann man da Leroy jetzt auch unterstellen, er hat es extra bewusst gewartet und sowas. Bullshit, Alter, Bullshit. Das ist doch ein völlig nachvollziehbarer Move, Alter. Das ist ja genau das, was du selber getan hast. Du kannst doch nicht andere Leute dafür ankreiden, wenn du das gleiche selber schon gemacht hast. Okay, Leute, das war die Meinung von meinem Vater zu dem Ganzen. Natürlich könnten wir noch Stunden darüber reden. Wir haben auch private Gespräche gehabt, wo wir noch mal ein bisschen über die anderen YouTuber geredet haben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ja, keine Ahnung. Also für mich ein komplett schwachsinniges Video, muss ich ehrlich sagen. Verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie das uns jetzt irgendwie in der Debatte weiterhelfen soll. Auch nochmal ein weiterer Punkt. Ich setze mich jetzt hier einfach in die Opferrolle. Genau, dein Vater ist schon sympathisch. Alter, hör auf, den reinzuziehen. Der kann jetzt für den Rotz, den du abziehst. Genau das. Also, ich weiß es nicht. Das macht für mich alles keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn. Ich verstehe nicht, warum er seinen Papa hier mit reingezogen hat. Das ist halt einfach nur ein Sympathie-Game, um zu gucken, ob er daraus irgendwie jetzt... Ist verkackt. Hast du reingeschissen, Alter. Funktioniert nicht, Mann. Funktioniert einfach nicht. Also, wir können ja mal ganz kurz gucken hier, Leute. Wenn man sich das mal ganz kurz hier anschaut, mein Outing war fake. Das ist halt alles, wisst ihr, es ging mir halt einfach nur darum, dass jetzt auch wieder dieses Fake-Outing wahrscheinlich weiter und weiter gemolken wird. Hier gibt's nochmal ein Video. Wir haben verkackt. Wir haben verkackt, Leute. Offiziell. Oh, wir gehen gar nicht mehr raus. Ja, lustig. Ja, verkackt. Ihr habt Scheiße gebaut. Hahaha. Sau witzig, Alter. Wirklich. Sau lustig, Junge. Auf jeden Fall. Also, dieses... Wir haben verkackt, hahaha. Und jetzt wird hier einfach wieder irgendwie einfach normaler Content. Es wird halt wieder alles gebaitet. Es wird halt alles wieder gebaitet auf emotional, auf, guck mal hier, schwarz-weiß, dies, das. Hauptsache, das jetzt auch nochmal mitnehmen. Hauptsache, das jetzt auch nochmal melken und sich dann wieder schön für ein halbes Jahr zu verpissen, auf seine Zuschauer zu scheißen und dann wieder weg vom Fenster zu sein. Leute, sorry, mir wäre es wirklich lieb gewesen, wenn er hingegangen wäre und einfach offen gesagt hätte, ich habe Scheiße gebaut, ich möchte das jetzt vernünftig mit euch gemeinsam aufarbeiten und ich
bin wirklich der Meinung, dass ich das jetzt vernünftig irgendwie aufarbeiten muss. Aber so funktioniert das für mich nicht. Diese sich in die Opferrolle stecken,